Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Valheim. Der Mike ist auch mit am Start. Hallo. Und ich hab gerade mal unser Flachs hier unten in die Spindel rein, weil wir werden noch ein bisschen Spinnengarn brauchen, nehme ich an. Und jetzt würde ich mir mal vielleicht ein, zwei kleine Bäumchen gönnen, dass wir Edelholz haben. Und dann Lol. machen wir uns ein Schwarzmetallschwert. Was ist LOL? Ich habe gerade einen Gräuling gehauen. Dann war ich auf Schwert Level 1. Dann habe ich ihn getötet und jetzt bin ich auf Schwert Level 2. Ach so. Ja. Naja. Ja, am Anfang gehen die Level ja schnell hoch. Ja. Ich habe ja schon ein, zwei Level auf meinem Schwert, deswegen wird mir das vermutlich nicht passieren. Ich habe da doch gerade was gehört. Das Schild brauchen wir was? Auch 10. Ja, das ist vergleichsweise günstig zum Schwert. Du brauchst für das Schwert oh, 20. Uff. Wie viel haben wir noch? Kobold, ich höre dich, aber ich muss mir erst... Oh, jetzt kommt hier ein Troll angelaufen. Kobold, ich wollte mir doch erst ein Schwert machen. Guck mal, wir holen dir den Troll mal, dann kannst du mit dem Troll spielen. Spielt ihr mal miteinander. Lasst mich mal da raus aus dem Spiel. Wo ist ein Troll, Troll? der Troll läuft einfach weg. Aua. Da! Hallo Troll! Kobold! Ja, rechts von uns ist auch ein Troll. Oh, hier ist noch einer. Hey, schwarze Teil. Und hier im Wald war eben noch ein Troll, der ist aber wieder weggelaufen, nachdem er mich gesehen hat. Oder den Kobold, ich bin mir da nicht so sicher. Weil ich wollte da einfach nicht stören. Oder er wusste, er kriegt so oder so aus dem Maul, wenn er da reinkommt. So, jetzt nehmen wir mal dieses Schwarzmetall. Und dieses Zwirn. Hier wäre sogar noch Edelholz gewesen. Der Mike hat ja Edelholz parat gelegt. Dann laufen wir vollkommen überlastet dahin. Wo sind Sie? Da sind Sie. Habe jetzt auch ein Schwarzmetallschwert. Nice. Okay, du hast jetzt ein Schwert. Hast du auch schon ein Schild? Nee, noch nicht. Du willst ein Schild, nehme ich an. Ja, oh. Was brauchst du denn für das Schild an Schwarzmetall? Also, Troll ist 10. tot. Hast du den weggeschnetzelt? So, wenn du dein Schild gemacht hast, haben wir noch 31 Schwarzmetall zur Verfügung. Ich habe hier jetzt noch zwei einstecken. Das heißt, wir haben 33 sogar. Ja. Für 20 gäbe es eine Axt. Und gut, die Aufwertung würde 10 kosten, hast du gesagt, ne? Ja, für das Schwert. Ja. Dann würde ich fast sagen, mach dir mal dein Schild. Und dann geben wir mal eine Runde Kobolde Oh, klatschen. ja. Also, du kannst dir gerne dein Schwert auch noch aufwerten. Ich würde tatsächlich ein bisschen sparen und mir dann die Axt als nächstes gerne machen. Für das Schild brauchte ich was? Ketten, glaube ich. 7 Ketten, 15 Edelholz. 15 Edelholz. Ich höre sie schon wieder rumgackern. Ja, die lachen uns aus hier. Wo ist denn das Edelholz? Ich glaube noch im Inventar, warte. 16 sind sogar noch, ist ja perfekt. Hier. Ja, dann muss ich sowieso rüber. War Willst blöd, du dass ich. kurz mein Silberschwert mitnehmen und das drüben irgendwo
in einer Truhe verwahren. Ja. Juhu, Silberschwert. Yeah. Neuer Gegenstand. Ja, aber das muss ich ja jetzt hier nicht einstecken haben. Packst du in irgendeine Truhe? Ja. Oben am besten in eine von denen. Ja. Wo so oder so unsere Ausrüstung drin steckt. Was wollte ich jetzt holen? Ketten. Ach ja, stimmt ja. Alter, dieses Lachen von dem Kobold nervt ja schon so ein bisschen auf Dauer. Ah. Ja. Sagen sie ja auch immer. It's a me, Mario. Bin ich Mario. So, nee, du bist nicht Mario? Nee. Ich dachte immer, du wärst Mario. Das Schwarzmetall Sturmschild herstellen. Bing! Ah, geil. Na, ich bräuchte noch was Drittes Vernünftiges zu essen, bevor wir zu diesem Dorf aufbrechen. Guck, wie meins aussieht. Ich bin gerade am Reisen. Aber ich, wenn ich zurück bin, guck ich. Aber erst muss ich mir was zu essen organisieren. Würstchen habe ich noch. Was ist das? Schlangeneintopf. Da würde ich mir ja fast nochmal eine Zwiebelsuppe oder so gönnen. 33 Zwiebeln, können wir 11 Suppen von machen. Das hört sich doch gut an. Ja, vielleicht ein bisschen wenig Leben, aber wir haben auch ein bisschen viel Rüstung. Daher sollte das eigentlich kein Problem sein. Mit dem bisschen Leben. Oh, so eine glückliche Suppe. Da unten grinst die Suppe einfach. Oh, schön Suppenbrutzeln. Der gute Suppenbrutzler. Ich glaube, jetzt machen wir dann auch die Axt. Brauchen wir insgesamt 40 Schwarzmetall noch. Ja, wie gesagt, also ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt zu diesem Dorf und gucken mal, was wir dort an Schwarzmetall finden. Ne? Ja, wir haben jetzt 34, fehlen noch 6, dann haben wir 40. Genau. Ja, und ne, ich meine, wir nehmen auch mehr mit auf den Weg, würde ich sagen. Ja, also, klar. Alles, was wir kriegen können. Bin da sehr. Wir brauchen noch was zum Upgrade. Richtig. So, den Flug und die Ho lege ich mal da rein. Die Samen tun wir direkt in die richtige Stelle. Guck, ich stehe so hinter dir. Guck, mein Turmschild. Wow, grün, gelb. Ja. Oh ja. Hi, Lilly. So, dann lass mal aufbrechen, würde ich sagen. Lass mal aufbrechen. Ja. Ich glaube, ich nehme noch mal was von den roten Pilzen mit. Ich habe noch 7 einstecken. Ich könnte dir auch noch mal 5 Zwiebelsuppen geben. Oder so. Ja, du brauchst ja ein bisschen Ausrüstung. Würstchen haben wir, glaube ich, auch noch welche. Ja, davon habe ich aber noch 14 einstecken. Okay, okay. Nicht, dass du mir hier unterwegs vom Fleisch fällst. Nee. Ach, tue ich schon nicht. Ja, lass hier lang schleichen. Wo hast du dein Schild? Warum hast du das nicht auf dem Rücken? Weil ich mein Schwert auf dem Rücken habe. Okay. Soll nur nicht die Lochse mitnehmen. Und Moltebeeren auf dem Weg natürlich einsammeln, dass wir unsere Lochse nachher wieder füttern können. Mhm. Alter, dieser Nebel ist natürlich ein bisschen. Los, geh du! Yugi! Ja, ich habe gerade meinen Helm angezogen. Das ist ein Werfer. Au, das fängt ja nicht gut an hier. Das fängt nicht gut an. So, Todoskito ist down. Oh, da steht noch einer. Den habe ich ja schon direkt nicht mehr gesehen. Okay, ich habe ganz vergessen, dass es natürlich auch Todoskitos gibt.
Du hast den Fettsack dabei, oder? Ja. Okay. Ja, Knochen waren's. Ja, ja, ja. Ich befürchte, hinten bei dem Dorf werden wir den vielleicht brauchen. Ja, ich bin so runter auf 52. Was? Leben. Lass dich nicht so von denen verprügeln lassen, Mike. Ja, ich habe 177 Leben. Ich habe ja auch noch keine Dings gegessen. Oh, Mortelbeeren. Oh, nehmen wir die auch noch mit. So. Können wir bei unserer Teergrube gucken? Ja, können wir machen. Die dürfte hier irgendwo auf dem Weg liegen. Ja, da ist ein Todeskito. Todeskito? Warte, ich würde es mit Fallen Bogen gerade, ne? Wo ist er hin? Ist ein Stück weiter im Nebel. Abse. Perfekt. Nebel ist halt echt sichttechnisch nicht schön. Oh Gott. Ein düster Blob. Zwei düster Blobs. Oh, oh, sie kommen hoch. Sie kommen hoch. Lauf. Ja. Warte mal, ich wechsle mal die Pfeile. Oha. Oh, er hat mich erwischt und der linke ist nicht down. Fuck. Der linke ist down. Ich hab nicht getroffen. Was ist das? Ja, du musst ja auch treffen, Mike. Boah. Und er ist immer noch am Leben. Hinrollen und schlachten. Okay. Aber gibt's auch neuen Teer? Ja, nicht wirklich, ne? Ich habe jetzt ein Teer bekommen von denen. Ja, ich auch. Und hier ist noch eine düster Plop-Trophäe drin. So. Ich meine, da, wenn wir jetzt gleich Berserker haben, die haben's halt in sich. Da müssen wir halt echt draufhalten, was geht. Und ich glaube, mit denen sollten wir uns auch nicht im Nahkampf einlassen. Ich meine, wir machen zwar Nahkampfschaden, aber ich glaube, die machen mehr Schaden. Wobei, mit dem Fettsack. Wo ist das scheiß Dorf? Ich sehe es nicht. Direkt vor uns wahrscheinlich. Ja. Der Nebel ist echt nicht gut für sowas. Links ist ein Kobold. Ich würde dir mal einen Pfeil reindrücken. Wenn ich treffe, ne? Ja, ich habe getroffen. Ist fast tot. Und er ist tot. Gute Giftschaden. Ah, Giftpfeile. Nee, aber der Bogen mit Gift halt. Hier vor uns ist auch noch einer. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ja, hey, könnte der Nebel sich jetzt mal... Also das ist ja echt kein Zustand. Und gefühlt ist jetzt nur noch dieses Dorf im Nebel. Ja, er legt sich. Sehr schön, sehr schön. Danke, Spiel. Danke, Spiel. Soll ich mal den Troll pullen? Ja, mach mal. Also den Berserker oder was das ist. Der da in der Mitte steht. Genau, der Große da. Getroffen? Ja. Er kommt. Ui. Der ist aber auch hässlich. Sternkobold. Sehr schöne Idee, sehr schöne Idee. Au, au, hören Sie auf, mir auf den Kopf zu hauen. 0,7, wenn ich ihn blocke. 10, wenn ich ihn nicht blocke. 11. Okay, er ist down. Nice, ja, warte, hier ist noch einer bei mir. Ja, gar kein Problem, ich komme auch gleich rüber. Ich bin nicht so schnell wegen meinem Schild halt. Sehr schön, weg. Sehr schön. Okay, das ist tatsächlich, also ich würde sagen, mittlerweile sind wir... mittlerweile sind wir so gewachsen. Ja. Ja gut, die Menge kann auch gefährlich werden, glaube ich. Also wenn jetzt hier viele kommen... Pass auf, da ist ein Schamane. Ein Schamane, genau. Er macht seinen
Dein Powerchen. Ha! Ich habe ihm noch einen Pfeil reingedrückt davor. Schön. Todeskito. Recht. Ja. Aber, ne. Oh, Schamane kommt um die Ecke. Pass auf. Oh, bin ich schön weggerollt. Das ist immer unterschiedlich, wann er sein Dings wegmacht, sein Schild. Das dauert halt immer eine Weile. Jetzt schießt er wieder. Ui! Schießt er nochmal. Komm, mach dein Schild nochmal weg. Ich hab ihn am... Oh, Alter! Aber schön gemacht. Beim deinen Fall hat ihn halt einfach 5 Kilometer nach hier drüben teleportiert. Aha. Oder kommt noch ein Schamane? Down. Das ist halt schön, dass man... Was? Hier oben ist noch einer? Oder? Nee, das ist bloß das Schwarzmetall. Ich glaube, das ist das Schwarzmetall. Ja. Hier in dem Stein steht einer drin. Der wirft Pfeile daraus. Da. LOL. Ich baue ihn mal ab. Oh, hier kommt einer links um die... Todeskito? Pass auf, Todeskito! So, wo ist das Kito? Oh, da ist das Kito. Rum. Da pass kommt auf, einer da mit einer. Trennung. Weg. Ah, jetzt kommen hier ein paar. Oh. Hörst du auf auszuweichen? Komm jetzt ran. So. Jetzt schießt hier wieder einer aus dem Stein raus. Das ist doch unfair. Kommst du her? Au! Gut, wir haben noch zwei... Oh, Schamane kommt angelaufen. Ich würde gucken, ob er... Ah, er hat mich gesehen. Oh, es sind drei Schamanen. Oh. Oder zwei? Nee, drei, glaube ich. Drei. Meine Rendedistanz ist irgendwie nicht so hoch. Und die haben alle dich gesehen. Na toll. Ich mache jetzt diesen Stein hier weg. Ja, pass auf, sie kommen von der anderen Seite. Vielleicht helfen sie mir, diesen Stein wegzumachen. Da ist nämlich irgendwo einer drin. Der ist doch illegal. Oh, da ist noch ein Schaman. Alter. Ui. So, wir haben noch eine Minute, haben wir noch Dings. Ja. Oh, ich brenne. Das ist unbequem. Jetzt haben sie dich. Mach mal ran. Ich glaube, einer ist schon tot, ne? Ne, es sind noch drei auf jeden Fall, die hier rumlaufen. Oh. Achtung, sie schießen. Ja. Pass auf. Autsch. Nun komm, macht euren Schild doch mal weg. Da, der eine. Hab nicht getroffen. Ich auch nicht. Ein Stück zurückziehen, weil Feuer an meinem Arsch. Oh, der brennt mit 5er. Ey, ich hab schon wieder nicht getroffen. Wow. Oh, man kann das Schild scheinbar auch wegballern. Echt? Ich glaube, du hast mit deinem Pfeil gerade dem das Schild weggehauen. Und jetzt habe ich ihm 3 Pfeile gedrückt, jetzt ist er tot. Oh. LOL! Ich hab. Ja, weil ich Eispfeile habe. Okay. Dann sind die scheinbar. Schieß mal auf den. Warte, Ausdauer. Ja, ich auch. Ich schieß erstmal einen Pfeil, der nichts bringt. Ja. LOL! Oh, ich bin tot. Ich hab nicht mehr auf meine Anzeige geguckt. Scheiße. Alles gut, dann komme ich jetzt auch mal zurück. Ich habe den einen jetzt noch weggemacht, dann komme ich mal zurück, dann schlafen wir und dann holen wir deine Sachen. Ja. Oh, ich muss aber ganz kurz die Molteborn hier mitnehmen. Ja, Molteborn? Die Molteborns. Die Molteborn. Die guten Molteborns.
Jetzt verfolgt mich hier der multigeborene Schamane. Aber ich laufe jetzt nach Hause. Der kann mich machen. Wir haben sein komplettes Dorf ausgerottet, außer ihn. Jetzt gehen wir heim. So. Ah, ein Todeskito. Dann wissen wir ja jetzt, was gegen die Schilde hilft. Eispfeile. Ja, voll gut. Und vor allem voll effektiv. Du ballerst den Pfeil drauf, ich baller ihm direkt anschließend neue rein. Ja. Dann macht der halt gar nichts. Finde ich gut. So, ich gehe jetzt oben bei den Lochsen entlang und schmeiß denen nochmal 40 Moltebeeren hin. Mhm. Damit die auch mal was haben. Aber erstmal sage ich, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Und übermorgen um 17 Uhr geht's weiter. Dann plündern wir das Dorf mal noch weiter, wenn wir es dann hinkriegen, Mike seinen Loot zu holen. Aber ich glaube, da bin ich recht zuversichtlich. Bleib gesund, hau rein und bye bye. Tschüss.